So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Im letzten Part waren wir Teil der Templer und haben einen Weisen, den wir bedingst haben, hier transportiert haben oder eskortiert. Der dann abgehauen ist, haben wir wieder eingefangen und jetzt gucken wir mal, was weitergeht. Ob wir schon zu dem Kreuzfeuer müssen. Oder. Ey. Gut. Bleiben wir mal bei den Pistols. Bei den Pistols. Das macht Platz. Und ich habe mich schon wieder verdrückt. Ich wollte eigentlich die Karte. Eine Schuld einfordern. Die Mission. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier alles abging. Bruchstücke weiß ich noch, aber größtenteils weiß ich nicht mehr, was hier abgeht. Ja, dann. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ah, trink du noch mein Teil. Auf sehr aufspüren. Wo setze ich mich am besten rein hier? Ich denke mal, ich gehe hier rein. Sperrgebiet. Lass uns Adlerauge an. So ein bisschen zumindest. Damit ich. Oh nö. Damit ich weiß, was ich machen muss. Bisschen riskant hier alles. Da komm her. Ich stech die ab. Und plündern. Schnell hier rüber. Na komm her. So, der zweite von den Wachen geattentätert. Hier hochklettern. Und Attentat.
Chest looten. So ist es richtig. Und da ist mein Mann schon. Ja, jetzt kriege ich ein Tutorial, immer pfeift. Toll. Wenn Sie sich in einem Versteck hinter der Ecke oder in einer Anpirschzone befinden, können Sie A drücken, um zu pfeifen und so nahe Gegner anzulocken. Und zack. Und ausbeuten. Danke für den Schlüssel. Ey du. Komm her. Komm her. So, ist das richtig. Der schläft jetzt nur. Ich bin in Deckung. Da kann er da weggehen, bitte. Oh. Da ist noch jemand. Geh mal aufs Dach hier. Like a real assassin. Ja, irgendjemand Alarm schlägt. Schnell wieder weg hier. Boah, du willst mich verarschen. Bist du blöd, da hochzugehen? Oh fuck, der Sniper da oben. Ich sehe euch, aber ihr mich nicht. Fucking awesome, wenn du nicht. Und Tür öffnen. Hier hat sich jemand vergnügt, würde ich sagen. Basta ja! Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin. Captain Leckmich. Wer kapur, Piso? Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Verdammt. Sie wissen alles. Yay, yeah, 100%. Ach, ich fühle mich toll gerade. Ich wurde zwar entdeckt, aber ich habe 100% Erinnerung.
gehen jetzt ab. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Die Regentropfen, ich kann es sehen. Ich kann auch was sehen. Cómetela rápido. ¿Has tu hunger? Weg damit. Edwards Ausrüstung erreichen. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos. Na, lock mal die Wache an. Komm ran. So, der erste. Plündern. Hey, dich angepfiffen, du Pfeife. Zwei von drei. Nächste Pfeife. Oh fuck. Das ist gleich gewalttätig. Yes. Dann loot ich die Jungs noch. Wenn nichts Besseres zu tun. Lol. Na, was los? Schon mein Zeug. Wir stehlen eine Brick. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Nice. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Das ist der Plan. Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Das ist der Brick in der Flotte. Mach mich auf den Weg. Dann Attentaten wir mal ein bisschen. Nächste. Und hoch auf den Mast.
Da könnte ich hier nicht noch weiter hoch? Ich wollte gerade sagen, ich kann doch noch mal hier weiter hoch. Ich lass mich mal runterfallen, aber... Und nichts von. Und tschüss. Und tschüss mal. Und tschüss. Und die Gefangenen befreien. Sarah hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Gut. Nächster Schiff. Gleich mal den Dicken hier. Terrari, fetten Axt. Und ein Doppelattentat. Und gleich den nächsten mit umlegen. So, Jungs, ihr kommt auch mit mir. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. So, dann rüber zum nächsten Schiff. Dieses hier wird auch geändert. Und weg mit dem. Die immer so umzahmen, ist einfach okay. So, jetzt kann ich euch aber befreien. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Ist klar. Letztes Schiff. Ich kann ja über die Schiffe so drüber noch denken, glaube ich. Ja, das soll ja benutzen. Tarzan machen. Das Wasser fallen, ist okay. Kletter ich halt so an Bord. Und hoch hier. Sterben. Ich kann nicht kontern. Was ist das denn? Lasst mich in Ruhe. You will never get me. So. Wir können damit nicht treffen. Ich bin einfach zu gut für euch. Bisschen regenerieren. Auf in die Schlacht! War klar, dass er das abblockt, aber... Ich kann es ja versuchen.
10 Luftattentate. Und die letzten hier. So. Müssen wir nur noch die Jungs hier befreien. Oh, diesmal Unterdeck. Seht mich halt nicht, ich bin zu gut für euch. Weg. So. Und befreien. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Ja, gut. Auf an Deck. Da geht's hoch. Hier lang, Jungs. Ach, da drüben. Angriff! Erledigt. Alle an Bord, Leute! Könnt ihr bei eurem Begräbnis hier Hafendirn? Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Fockmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurrikan. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. So. Keine Angst, so langsam für das Wetter. Schneller. Vorsegel setzen. Lehnsegel halten. Los geht's. Feindliches Feuer! Feuer! Was hier sinnvoll erscheint, Mann! Wir sitzen in der Klemme hier! Sie wissen, was zu tun ist! Sie bringen uns heim! Macht euch bereit! Gegner feuert! Gegner feuert! Feindliches Feuer! Achtung! Und nochmal! Bereit machen für Aufschlag! Gott! Ich sehe sie. Riesenwellen. Riesenwellen können verheerende Auswirkungen auf ihr Schiff haben. Wenden Sie ihnen die Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erleiden. Gelingt dies nicht, halten Sie Y, um in Deckung zu gehen und den Schaden zu minimieren. Gegnerfeuer! Bereit zu schießen! Ich war trotzdem so. Die waren versenkte Jungs. Wasserhose! Was, Wasserhose? Ne, hab ich nicht. Ich hab nur eine normale. Bisschen links halten. Au. Hat auch getroffen. Bisschen rechts halten hier. Ausweichen! Bin noch dabei. Oh, wir haben gerade Gegenwind. Schöne Scheiße. Ja, ich schaff das schon. Das sieht nicht gut aus. Los, bleib behalten, Mann. Nee, noch ein bisschen rechts halten, würde ich sagen. Ein Wirbelwind, Sir. Mit dieser Wasserhose muss man auch ausweichen. Und der Wind drückt, hat mich ring gedrückt. Nach rechts. Riesenwelle! Abfahrt! Was für links? Warten wir den hier.
Steuerbord. Wird wahrscheinlich Steuerbord sein. Ups. So schönes Gamepad irgendwo gegenknallen lassen. Ist das wieder eine Fahrt hier? Aber wir haben es gleich geschafft. Ah, der Sturm ist schon fast vorbei. Schon haben wir es geschafft. Ein klappauter Mann. Wir leben. Nee, tun wir nicht. Wir sind tot. Was für ein Chaos, Herrgott. Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Wally. Ada Wally. Alles klar, Ade. Hast du schon mal in Nassau, Ade Wally? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim. Und schon haben wir unser Schiff bekommen. Und wieder 100% Erinnerungssynchro. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Jetzt weiß ich es alle. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Wäre eine Idee. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Aber den suchen wir beim nächsten Mal. Ah, oh, meine Schulter. Und wie immer, wenn es gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben. Favo, Abo, dann komm ich da. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.